Bitte. Oh, oh shit, shit, shit. Gott. This place is a wreck. Wollte gerade sagen, bitte benutzen Sie das Handgeländer. Ihr erwartet nicht von mir, dass ich hier runterspringe, oder? Nein, das vielleicht nicht, aber... Oh, das sieht nicht gesund aus. Dann ist das hier wohl eine kleine Alternativroute. Der Rauch zeigt dir den Weg. Lala. Hallo? Ich bin nur Tourist. Ich habe mich eigentlich verlaufen. Ich bin wie Alice im Wunderland. Nur mit Zeitlupe. Wirklich. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, warum ich vor Schockmomenten quicksafe, weil die können mich ja eigentlich nicht töten. Hoffentlich nehme ich das nicht gleich zurück. Moment kurz, ich schwitze. Ich weiß nicht, ob das vor Furcht ist oder vor dieser... Oder vor dieser Bullenhitze hier. Man gehe nicht in den Flammenwerfer. Oh, vielen Dank, dass du die Leiter für mich aufwärmst, aber ich würde da auch gerne hochgehen. Gut. Ja. Hallo? Kann ich mich da irgendwie so mit Ducken reinglitschen? Oder gibt es auch einen offensichtlichen Weg? Erwartet ihr von mir? Kein, nee. Also durch das Feuer gehe ich dann nicht. Ich bin mir aber sicher, dass ich in den Raum muss. Um die ganzen schönen Flammenwerfer abzuschalten. Oder vielleicht irgendwas anschießen. Hüp! Und njup! Also mit dem Crouch Jump, also springen und gleichzeitig ducken, komme ich da nicht rein. Und das sieht mir ehrlich gesagt ein bisschen zu brenzlig aus. Aha. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir da unten durch den Tunnel entlang gehen und dann hier in diesem Tunnel wieder rauskommen. Und das ist hier verdammt finster. Okay. Oh! Oh shit! Oh Gott! Was geht mit dem Skelett? Oh Gott, das ist wieder so eine pulverisierte Leiche. Shit. Ich weiß, es ist das 4 Let's Play. Ich weiß, ich habe am Anfang angekündigt, dass ich hier ein bisschen mehr Schimpfwörter um mich werfen werde. Egal, ob beabsichtigt oder nicht. Aber es reicht. Trotzdem. Das da oben ist ein Gesundheitsbooster. An dem Rad können wir drehen, damit machen wir sicherlich die Flammen aus. Aber zuerst wollen wir, wie jeder vernünftige Mensch, natürlich dorthin gehen, wo Keep Out steht und ein Skelett rausgefallen ist. Und es ist stockfinster ohne die Taschenlampe. Ja, wie jeder vernünftige Mensch. Ah! Habt ihr das gehört? Oh. La la la. La 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 la. La 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 la. La la la. Nein. Nein, 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 nein. Ach, Mist.
Unos Momentus. So, wir sind wieder hier an dem Rädchen. Allein das Geräusch vom Abdrehen des Gases ist mir sehr unsympathisch. Und das ist das Geringste, was ich dazu sagen kann. So! Oh shit! Was war das denn? Hallo? Wir haben sie im Dunkeln gelassen. Sie wollten sie sterben lassen. Hallo, Vettel? Ich denke, dass das Vettel war. Oje, 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 oje. Oh, Checkpoint. Der alte Schisshase, wie ich bin, brauche ich für dieses Let's Play wahrscheinlich übernatürlich lange. Hier gibt es nicht mal Texte zu lesen oder so, die das Let's Play künstlich in die Länge ziehen würden. Und trotzdem habe ich das Gefühl... Okay, also wahrscheinlich muss ich an dem rot blinkenden Teil ziehen, damit das wieder funktioniert, weil hier geht nämlich ein Kabel rüber. Genau, es geht sogar genau dahin. Und dann kann ich hier einen Fahrstuhl rufen oder sowas. Klingt gut. Warum nicht? Finde ich in Ordnung. Jetzt haben wir aber vorerst mal wieder so mega viele Routen zur Auswahl. Diese Hitze in dem Raum, kann ich euch sagen, macht das Zocken nicht einfacher. Das setzt mich nochmal irgendwie unter zusätzlichen Druck. Ich wollte euch noch etwas zu dem Lied sagen, was ich am Anfang dieser Aufnahme rumgeschnuppt habe. Dieses Shubidu dabada, Shubidu dabada da da dudia. Shubidu dabada, Shubidu dabada da da dudia. Das ist nämlich eine lustige Geschichte, wie ich zu diesem Lied kam. Moment, erstmal gucken wir. Au! Was? Nix da? Na. Und ich dachte gerade, ich hätte was Besonderes gefunden. Kurz noch in die schwarze Tiefe sehen. Oh. Nein, kein blaues Leuchten. Hier kommen wir auch vielleicht noch nicht rein. Kann ich? Nein, also wenn sich die Kiste absolut nicht regt, wenn ich sie boxe, passiert auch nichts. Okay, das sollte das hier gewesen sein. Aber zu der lustigen Geschichte. Ich habe nämlich, das passt jetzt absolut nicht in das 4-Let's Play rein, aber ich habe, als ich jünger war, ich bin so alt, hatte ich ein Kuscheltier. Das war so ein Gorilla, das war ein Affe. Und man konnte auf seinen Kopf schlagen. Und jedes Mal, wenn man auf seinen Kopf geschlagen hat, hat er... Also pro Schlag auf den Kopf hat er einmal so Schubi. Nochmal geschlagen. Du. Nochmal geschlagen. Dabe. Nochmal geschlagen. Da. Und dann konnte man mit den ganzen Hits auf den Kopf... Ach genau, ich kann jetzt hier lang schwimmen, aber will ich das überhaupt? Da gab es doch noch einen Weg. Okay. Jedenfalls, ja, und dann hat er immer die einzelnen Silben von diesem lustigen Song von sich gegeben. Dieser Affe. Und wenn man dann beständig die ganze Zeit auf seinen Kopf geschlagen hat, immer schön in regelmäßigen Abständen, dann konnte man den Song, den er gesungen hat, rekreieren. Das war immer lustig. Dann konnte man ihn schnell und langsam singen lassen. Und immer wieder dieses schöne Shubidu dabada, Shubidu dabada da da dudia. Shubidu dabada, Shubidu dabada da da dudia. Du
Bapschidoo, dabada, shubidoo, dabada, dubidoo. Bapschidoo, dabada, dubidoo. Was habe ich jetzt gemacht? Ach so. Ich musste nur den Hebel betätigen. Den Hebel. Wie dieses Gerät mittlerweile bekannt ist aus dem Livestream. Ich muss einfach schmackhaft und genussvoll immer wieder auf den Livestream aufmerksam machen. Hier oben ein Checkpoint? Okay. Hallo? Ah ja. Werf die Granate, Mann! Wieso werfst du nicht die Granate? Oh Gott! Strifing, 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 ah. Suck on this, bro! You dead yet? Was auch immer jetzt danach noch kommt, es sollte nicht zu schwer sein. Sprach ich, als es mich in Stücke fetzte. Hoppala. Gut! Diese Musik treibt mich in den Wahnsinn. Dong 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 dong. Ich hab's begriffen. Ich hau mir mal trotzdem Medpack rein. Wer weiß, was mich da oben erwartet. Quick Save, bevor wir den Knopf drücken und go. Ich mag Fahrstühle nicht. Ich mochte noch nie Fahrstühle, vor allem in Horror-Games nicht. Da diese Dinger nie verlässlich sind. Hat uns ja der blutverschmierte Fahrstuhl am besten bewiesen. Und Situation. Der Kampfeinsatzagent von 4 ist wieder aufgetaucht, nachdem der Kontakt vorübergehend abgebrochen war. Der 4-Koordinator konnte Paxton Vettel auf der entgegengesetzten Seite des Forschungsgeländes aufspüren. Mission. Der 4-Einsatzagent muss das Forschungsgebiet durchqueren, um Vettel abzufangen. Also, zusammengefasst. Ja, wieder. Vettel holen. Verdammt, ich hab geglaubt, wir hätten sie verloren. Während der Funkpause konnte ich Vettels Sender anpeilen. Er ist auf der entgegengesetzten Seite der Forschungsanlage. Sie müssen sich sputen, wenn sie ihn abfangen wollen. Oh oh. Ey, warum helfe ich dir nicht? Oh, 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 oh. Konzentrazione. Na. Ich weiß, dass hier noch einer anmarschiert kommt. Ich habe seinen Helm gesehen. Und was sind das schon wieder für Kerle? Die haben andere Ausrüstung an. Okay. Die größte... War das was? Nein, das waren nur meine eigenen Schritte. Die größte Welle sollte vorerst abgefangen worden sein. Ständig dieses Rumgeballere! Und ich muss euch vollkommen und ganz ehrlich sagen, ich teile die Meinung vieler Leute von euch.
Ich habe nämlich bis jetzt so oft gehört, so richtig oft gehört, oh, nur noch 50 Schuss, dass 4 natürlich ein richtiges Schockgame sein soll und alles. Dem stimme ich zu. Aber trotzdem habe ich irgendwie gedacht, dass es vom Horror und vom Schock ein bisschen heftiger wird. Aber von mir aus kann das auch ruhig so bleiben. Ich möchte schließlich nicht ins Krankenhaus. Was mir aber scheinbar einige Leute zu wünschen scheinen. Wie man merkt, rede ich hier viel von Schein und wenig von Sein. Aber immerhin gibt es Granaten. Und ein Medpack. So, damit sind wir wieder sogar mit Armor und mit allem Möglichen voll ausgestattet. Und Leute? Ich habe versucht, Genevieve Aristide zu erreichen. Sie ist die Präsidentin von Armacom. Sie war definitiv nicht da, als Vettelsmänner die Anlage überfallen haben. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Vielleicht will sie nicht gefunden werden. Ich würde sagen, mit seiner Nachricht lassen wir diese Aufnahme ausklingen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Goodbye.